Schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria-Wien gegen LASK 2:2. Ich darf immer bitten, die beiden Trainer kurz ein Statement abgeben zu lassen und dann Fragen bitte. Wir wollen wie immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Olli Glasner. Bitte Olli, kurz dein Statement zum Spiel. So ein bisschen schwieriger, wie ich das jetzt bewerten soll. Ich denke, dass es war halt eine sehr, sehr umkämpfte Partie, wo am Anfang Austria-Wien die ersten 15 Minuten besser ins Spiel gekommen ist. Und dann haben wir uns aber da sehr gut erfangen und haben dann ein super erstes Tor erzielt. Und ja, in Summe denke ich, dass wir auch als Sieger vom Platz hätten gehen können. War heute, denke ich, auch ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, wobei dort suchen wir die Schuld nicht. Aber natürlich hat sich das in den letzten Wochen gehäuft. Wir haben da gegen Rapid Wien einen klaren Elfmeter nicht bekommen, haben gegen St. Pölten ein klares Elfmeter-Foul an Joao Klaus nicht bekommen und heute wieder an René Ramftler glasklarer Elfmeter und natürlich vor dem 2:2 glasklares Foul an Joao Klaus. Es sind schon viele bittere Momente. Auf der anderen Seite hätten wir beide Tore viel besser verteidigen können. Das erste noch ein Einwurf und ich glaube, beim zweiten Ballkontakt macht der Christoph Monschein das Tor und beim zweiten dann auch, wo wir einfach die Tiefe nicht gut sichern. Und von dem her nehmen wir den Punkt mit und möchte der Mannschaft aber für die gezeigte Leistung ein Kompliment aussprechen. Es war nicht so eine einfache Woche für uns. Haben zwei Spiele in der Defensive gesperrt geführt. Es war sehr, sehr viel Trubel. Und wie sie heute wieder aufgetreten ist, wie wir Austria beschäftigt haben, wie schnell wir in die Tiefe gespielt haben, wie wir Torchancen kreiert haben, für das möchte ich ihr großes Kompliment aussprechen. Und wir nehmen den Punkt sehr gerne mit nach Hause. Danke. Dankeschön, Olli Glasner. Robert, ich darf auch dich bitten, zufrieden mit dem Punkt oder doch hadert man ein wenig mit dem Schicksal, mit dem Lattenschuss vom Grün in der Schlussphase? Wie siehst du das? Ja, das, was dann zum Schluss dann noch passiert ist, klar hadert dann damit, aber ich sehe es genauso wie der Oliver, dass wir eigentlich die Anfangsphase schon sehr gut angenommen haben, genauso umgesetzt haben, wie wir das Ganze ja, besprochen haben, uns vorgenommen haben. Und es war schon für mich auch klar, dass der LASK sich dann besser auf das Ganze einstellt. Dass dann mehr über die Zweikämpfe das Spiel dann passieren wird, Umschaltmomente und leider Gottes haben wir es ja zweimal verabsäumt bei den zwei Gegentore, dass wir da ja, auf die ersten, zweiten Bälle nicht gut drauf waren und dann geht es relativ schnell, das haben wir gewusst und das haben wir nicht gut verteidigt, das muss man ganz ehrlich sagen. LASK auf der anderen Seite richtig gut gemacht, stark gemacht, aber wenn man, glaube ich, zweimal einen Rückstand gegen den LASK aufholt, ist das schon mal ein großes Kompliment an die Mannschaft. Und dann, wie der Glaube eigentlich da war, dieses Spiel wirklich noch komplett zu drehen, sprich auf Sieg zu spielen. Das Zeichen war schon extrem stark von der Mannschaft zu spüren. Das hat man dann gemerkt bei den Zuschauern. Jeder hat geglaubt, dass da wirklich was möglich ist. Und ja, hadern oder nicht hadern. Es sind Entscheidungen da gewesen, die hätten uns genauso schnell in einen 2-Tore-Rückstand bringen können. Also von dem her haben wir ein bisschen Glück gehabt, was uns vielleicht in den letzten Wochen eventuell gefällt hat, auch mit Schiedsrichterentscheidungen, auch letzte Woche. Also wir können genauso mitdiskutieren, wenn es um die Sache geht. Also ja, wir sind zufrieden mit dem Punkt, aber nur leicht, weil Plan war schon ein Dreier. Einfach da mitzunehmen, weil für uns einfach, was die Tabelle ja auch genauso ausspuckt, drei Punkte viel mehr wert gewesen wäre jetzt wie ein Punkt. Dankeschön, meine Herren, für die ersten Statements. Wenn Fragen sind, bitte aufzeigen. Philipp kommt wie gewohnt mit dem Mikro. Peter Klöbel, Kronenzeitung, bitte. Sag Robert, eure Zweikampfquote bei 39%, ist das auch dem geschuldet, dass vielleicht die Angst vor wieder einer roten da war oder wie interpretierst du das? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass eher wir. Mir hat es auch ein bisschen geschreckt, wie ich das gesehen habe, die Zahlen, ist klar. Aber der LASK ist einfach genau in dem Bereich extrem stark und wir haben da in gewissen Situationen einfach diese Stärke oder das dann nicht entgegengesetzt, was es einfach braucht, damit du die Bälle dann auch gewinnst. Und wie gesagt, das haben ja zwei Situationen genau dazu geführt. Waren die eine oder andere Situation noch mit dabei, wo sie extrem gefährlich waren. Und das gilt es auf jeden Fall noch besser zu gestalten in jedem Spiel, weil es geht eigentlich nur über die Zweikämpfe, dass du dann auch dementsprechend das Spiel dann auf deiner Seite hast. Weitere Fragen, bitte. Oliver Glasner, Joao Klaus heute mit zwei Toren. Merkt man bei ihm, dass er immer besser in die Mannschaft findet?
Ja, ich war natürlich kommt er immer besser an. Man sieht schon, dass er auch nicht gewohnt war, so viel den Gegner unter Druck zu setzen, so viel in der Defensive mitzulaufen. Und das ist aber, wie wir spielen, wie wir, wir wollen den Gegner sehr wenig Zeit im Spielaufbau geben und ihn eben zu langen Bällen zwingen. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen die Zweikampfquote heute geschuldet war, dass wir dann natürlich hinten mit Ramsey Nawostri und Bogadets drei sehr, sehr gute Spieler haben, vor allem auch in der Luft. Und ja, er nimmt es immer besser an, war heute super dabei, hat eben beim ersten Tor auch durch dieses Schließen auf dem zweiten Ball das Tor mit eingeleitet und nachdem er den abgelegt hat, hat dann super in den Raum gegangen. Da haben wir gewusst, dass wir, das ist so die, neben der Dreierkette rechts und links, da wird es dann Räume geben und haben wir toll ausgenutzt, zweimal, wo wir dann weggespielt haben auf die ballentfernte Seite. Tolle Abschlüsse zweimal und ja, freut mich für ihn, er hat sich das auch verdient, weil er immer alles gibt, was er hat. Christian Hagel, Standard, bitte. Oliver, ist das irgendwie, kehrt ganz einfach der Videobeweis her? Was ist da ja auch noch Österreich? Ich meine, vielleicht betrifft es die bald nicht mehr, mehr, weil du nicht mehr in Österreich bist, aber ist das ganz einfach solche Sachen, wie du richtig sagst, das Hand vom Auer, im Cup-Halbfinale war ja extrem, das auch. Kommt auch die österreichische Liga, glaubst du, daran nicht vorbei, das einzuführen? Ja, es wird sicherlich passieren, wann auch immer. Ich bin sowieso ein Freund von, ich bin ein großer Fan von den amerikanischen Sportarten und da gibt es das, also auch wo du als Trainer den vielleicht wie im Football verlangen kannst, es gibt Auszeiten. Also von dem her bin ich da ein Freund, denke, dass es immer wieder interessant ist, den Sport, auch den Fußball moderner zu machen und in der heutigen Zeit, wo halt diese technischen Möglichkeiten da sind, denke ich schon, es geht in Wahrheit um Gerechtigkeit. Und natürlich einmal erwischt es wie gerade Manchester City in der 93. Minute, wo halt, weiß ich nicht, 4 Zentimeter dann fehlen am Ende des Tages, aber es ist gerecht, ja, sonst wäre jetzt Tottenham draußen und würden die diskutieren. Und da ist es auch so, es würde uns vielleicht auch einmal passieren, aber jetzt bei Toren, bei Elfmetersituationen, wo eingesetzt wird, bei strittigen Abseitsentscheidungen, bin ich schon ein Freund und ich bin mir auch sicher, dass er in Österreich kommen wird. Wann, kann ich nicht sagen. Zusatzfrage, wann hört man von dir irgendwie was Neues? Gibt es da irgendwie, du willst jetzt sagen, bis Saisonschluss auf jeden Fall LASK-Trainer, aber gibt es da irgendwie, was heißt, Gerüchte, Journalisten sind da irgendwie, das auch... Ja, ich bin ein relativ langweiliger Typ, deswegen gibt es wenig Neues. Gibt's ja gut. Okay. Weitere Fragen zum Spiel? Peter Klöbel, Krone. Robert, wenn wir schon Richtung Mittwoch blicken, das, was dem Oliver Glasner heute passiert ist, passiert dir am Mittwoch. Zwei Verteidiger gesperrt, wenn man den Grünwald jetzt im Moment als Verteidiger nimmt. Jetzt habt ihr nur zwei Tage Zeit für das Ganze. Macht nichts. Macht nichts. Ja, müssen wir ersetzen, ganz einfach. Wir müssen es ersetzen und... wir haben die Spieler auch dazu, da bin ich davon überzeugt und für uns nochmal zählt sowieso nur ein Sieg und wir müssen das dann so gut wie möglich dann auch personell dann umsetzen. Und Lobe zum Grünwald, bei Respekt vor jedem Innenverteidiger natürlich, wahnsinnig wichtige Position, aber ist halt Grünwald doch unter Anführungszeichen ein bisschen vergeudet in der Innenverteidigung, ist er nicht aufgrund, weil auch Tor gefährlich ist. Gibt es da ein Nachdenken oder bleibst du da? Nein, es war nie die Rede, dass Grünwald fix nur mehr hinten auf der Innenverteidigerposition eingesetzt wird. Also es war jetzt einfach gegen den WRC so, dass er eine richtig gute Leistung geboten hat und wir wollten da einfach nochmal, was den Spielaufbau betrifft, jetzt speziell gegen den LASK, da eine gewisse Sicherheit einfach drinnen haben, auch was die langen Bälle betrifft, weil das war eigentlich genauso im Plan mit dabei, dass wir, wenn sie hochpressen, auch die Bälle dann hinter die Abwehr, hinter die letzte Reihe dann spielen, haben wir leider Gottes nicht so geschafft. Aber man hat schon gesehen, wie ich dann umgestellt habe und erst dann wieder auf die Zehnerposition kommen, dass er da genauso seine Stärken hat, das ist klar. Aber jetzt ist er gesperrt. Anschlussfrage, Christian. Ja, du, es geht natürlich für dich geht es ja auch um eine Vertragsverlängerung. Musst du ganz einfach sagen, glaubst du, wären diese zwei St. Pölten-Spiele ganz einfach entscheidend, um deine Karten zu verbessern, dass du bessere Karten hast, dass da jetzt 6 Punkte ganz einfach her müssen? Ich glaube, dass es jetzt nicht um mich geht. Ich glaube, dass es jetzt rein einmal um einen Verein geht, dass wir die Punkte einfahren, die wir einfach benötigen, damit wir unsere Ziele erreichen. Und da geht es jetzt nicht um meine Person oder über einen Co-Trainer oder über einen einzelnen Spieler. Sondern wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir als gesamtes Team die Ziele erreichen.
Gut, gibt es noch weitere Fragen oder alles beantwortet? Ich denke, alles beantwortet. Dann Dankeschön, schönen Sonntag, Ostersonntag noch, schönen Ostermontag natürlich auch und am Dienstag, 12.30 Uhr, geht es weiter mit der nächsten Pressekonferenz hier. Dankeschön, schönen Abend.